So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben wieder mal einen Prime Chuck vorbereitet, denn wir haben ja im Kaufland damals diese 4 Sorten Prime gefunden, haben die getestet. War in Ordnung, war aber jetzt auch nicht so berauschend, gibt aber trotzdem auch Schlimmeres, war damals, glaube ich, mein Urteil. Dann hat Pupsi irgendwie bei Sugar Dad bestellt und hat nochmal diese Pinge-Flasche, diese Pinge-Edition gefunden. Dann hat sie mir erzählt, bei Sugar Dad gibt es sogar noch eine Sorte, die es eben nicht im Kaufland gab. Diese weiße Edition, und die wollen wir heute mal probieren und dann mit einmal halt wegsaufen. Aber erstmal muss ich in das kleine Berliner Luftgläschen eine Probe einschenken. Da seht ihr auch nochmal den Farb. Und das ist dann Pupsis Trinkglas, dass sie dann das auch mal probiert hat. Ansonsten packe ich mir alles hier ins Ernesto-Glas, mache das jetzt mal auf. Das ist nämlich die Sorte Meta Moon. Was ist Meta Moon? Ich habe keine Ahnung. Und drunter steht nochmal Meta Lunaire. Ja, also das ist extra hier so. Hydration Drink Boys und Hydrante. Aber was? Nach was schmeckt das? Wir haben hier Ingredienz, also da steht auf jeden Fall nichts Deutsches drauf. Gefiltertes Wasser. Kokoswasser aus Konzentrat. Okay. Meta Moon, keine Ahnung. Wir machen sie jetzt einfach mal auf. Und Paul Logan, wisst ihr ja, Logan Paul heißt der Typ. Ich finde das Design der Flaschen trotzdem immer genial. Mir gefallen die Flaschen auf jeden Fall. Ihr hört jetzt auch, das ist jetzt wirklich erst frisch auf. Ist auch bis zum Rand voll. Das läuft schon hier oben in den Hals rein. Schenken jetzt mal hier ein für Pupsi. Das ist jetzt hier halt leicht. Leicht so milchig, leicht trüb, riecht recht süß, wie Bonbonwasser. Ich probiere mal einen ganz kurzen Nipper einfach aus der Flasche, weil es aus der Flasche trotzdem immer noch am besten schmeckt. So, den Rest füllen wir jetzt ins Ernesto-Glas. Oh. Mein Eindruck direkt, es riecht besser, als es schmeckt. Es riecht schön süßlich, sehr erfrischend, irgendwie voll lecker und fruchtig. Denkst du, dann probierst du davon und es schmeckt schon wieder so, so richtig künstlich, so chemisch, so irgendwie wieder so Traubenzuckerplörre aufgelöst mit wässrig hinterher. Das hat ja auch keine Kohlensäure, glaube ich. Das ist ja alles einfach dieser Hydration Drink, also ohne Kohlensäure. Wasser, aber irgendwie wie so ja, Traubenzuckerzeug. Ist ja auch mit Süßungsmitteln, glaube ich, wieder. Und wir halten das jetzt mal hier rein. Das ist der Meta Moon. Jetzt probieren wir das nochmal im Ganzen und gucken wir, ob wir es überleben. So, das Glas ist leer. Oh, wenn du das direkt so trinkst, beim Trinken, hast du auch diesen komischen, pudrigen, staubigen Nachgeschmack nicht so da. Das heißt, beim direkt Trinken ist das an sich okay, aber wenn du dann absetzt, es schmeckt halt nicht gut. Keine Ahnung. Das ist wieder so ein Ding, das würde ich einmal probieren, dann würde ich es nicht nochmal kaufen. Es ist gefühlt nicht so komisch wie Gönnergy, denn da hast du bei jedem Absetzen gleich direkt Bauchschmerzen und fühlt sich richtig komisch. Da kriegst du nur einmal Bauchschmerzen, weil du es im Ganzen einmal trinken kannst. Ist auch, ja, sind auch 500 Milliliter, aber weiß ich nicht. Bei Gönnergy muss ich alle 5 Sekunden absetzen und habe dann erstmal Bauchschmerzen, aber ich habe mir jetzt schon öfters wieder Gönnergy geholt, als dass ich mir Prime nochmal holen würde. Ich finde, beides hat auf jeden Fall ein cooles Design. Was euer Favorit ist, müsst ihr halt mal reinschreiben. Meta Moon, aber weiß ich nicht. Würde ich mir auch nicht nochmal holen. Ich lasse Pupsi da mal probieren. Die können mal gucken, ob ihr das schmeckt. Meins ist es nicht. Aber Gönnergy ist ja auch nicht meins. Irgendwie gefühlt ist gar nichts meins. Deswegen, wenn es euers ist, schreibt es rein. Das war es von meiner Seite aus. Oder welche Prime-Sorten habt ihr schon mal getestet oder mal probiert? Schreibt es rein. Was ist eure Lieblingssorte? Meine gibt's nicht. Die muss noch erfunden werden. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.